Entwurf eines dritten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Über dieses Gesetz regen sich gerade viele Menschen auf, zu Recht, zu Unrecht. Darüber möchte ich sprechen mit Frank Heinrich. Frank Heinrich ist Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Er ist Christ, kommt aus Chemnitz, ist direkt gewählt worden in Chemnitz, war vorher Heilsarmee-Offizier und er ist auch im Hauptvorstand der Deutschen Evangelischen Allianz. Mein Name ist Uwe Heimowski, ich bin politischer Beauftragter der Deutschen Evangelischen Allianz und ich habe mal so ein bisschen gesammelt, was in den letzten Tagen so an Vorwürfen reingekommen ist, an Befindlichkeiten und wir dachten, es wäre vielleicht ganz gut, wenn man dazu einfach mal unmittelbar und direkt Stellung nimmt, als wenn man alles Mögliche sich einliest, ist es halt wirklich auch kompliziert. Frank Heinrich und ich kennen uns schon einige Jahre und deswegen haben wir die Du-Form genommen und wir wollten auch Ihnen gerne, wenn Sie zuhören, einfach das sagen, dass wir miteinander befreundet sind und trotzdem werde ich natürlich kritische Fragen stellen, die auch angekommen sind. Nur, dass Sie wissen sozusagen, wer hier miteinander redet. Frank, die Volksseele kocht hoch, hat man das Gefühl. Unglaublich viele Menschen haben Angst. Ja, das Coronavirus macht ihnen Not und jetzt kommt noch dieses Gesetz, das ihnen Angst macht, dass ihre Grundrechte eingeschränkt werden. Kannst du das verstehen? Ja, das kann ich sogar sehr gut verstehen, weil es so von allen Seiten kommt und man auch, also nicht nur das Virus ja nicht sieht, sondern auch Gesetzesfolgen sieht man ja nicht sofort. Und deshalb in dieser Ungewissheit, in diesem Geplagtsein von Maßnahmen, ja, also ich war Asthmatiker, wenn ich diese Bedeckung tragen muss, dann ist das für mich Aufwand. Und wenn dann darüber noch geredet wird und man vielleicht leichtfertig in die eine Richtung oder die andere Richtung geredet wird, dann bin ich verunsichert, dann kommen Ängste nach oben und wir sind in so einer Lage quer durch unser Land. Das verstehe ich sehr gut, dass man da Gefühle kriegt, ja. Du selber hast auch mir beschrieben, dass deine Gefühle die letzten Tage ganz schön heftig angeknackst waren, weil du hast 2000 E-Mails gekriegt, da sind die WhatsApp-Nachrichten noch gar nicht eingepreist sozusagen und das Telefon, das geklingelt hat. Und vieles von dem war auch wirklich heftig unter der Gürtellinie. Was hast du dir da anhören müssen und wie bist du damit umgegangen? Ja, das mit dem damit umgehen, da bin ich noch nicht fertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist wie so ein Nachhall. Ne? Ein Donner kommt ja auch immer nach einem Blitz. In den 2000 E-Mails, da waren viele davon, die gleich klangen. Ja, aber viele waren auch personalisiert auf der Seite derer, die mir das schrieben. Ich vermute auch meinen Kollegen geschrieben haben. Aber dann gab es auch viele, die wurden persönlich. Also nicht nur, und das ist ja für mich selbstverständlich, ne, dass sie sagen, wenn sie nicht so stimmen, dann stimmen wir nächstes Mal nicht mehr für ihre Partei oder für sie. Sondern richtig mit Beleidigungen, richtig mit diesen Volksverräter und gar nicht fragend, wie ist meine Meinung. Das gab andere, die auch das gefragt haben. Ich liebe ja, wenn Leute mir Briefe schreiben oder E-Mails schreiben. Ich liebe ja Kontakt. Das kommt mir in den Jahren auch viel zu wenig eigentlich. Und ich will jetzt nicht sagen, das ist zu viel. Aber wie, das war schon heftig. Wenn mir Leute also wirklich das Gericht Gottes an den Hals wünschen oder drohen, wenn fast alle 2000 sagen, das ist falsch und wenn ihr das macht, dann. Und dann gucke ich mir das Gesetz an und denke, was meint ihr denn jetzt gerade? Und das wird dann nicht erklärt. Aber trotzdem wird man angriffig und übergriffig. Ich sei ein Volksverräter. Und wir haben immer gedacht, dass du so und so bist. Und jetzt machst du sowas. Und das tut dann schon weh, wenn es aus Ferne wie aus Nähe so persönlich wird. Also es gab persönliche Angriffe. Es gab auch Angriffe, die dir deinen Glauben abgesprochen haben. Das hast mir erzählt, von manche Sachen sogar hier mit dem Satan paktiert und weiß ich was. Man fragt sich natürlich schon fast, aus was für einer Sekte kommen die Leute, wenn sie so reden. Aber es gab natürlich auch pauschale Unterstellungen, die weit über dich persönlich hinausgehen, sondern die das Parlament als Ganzes in Frage stellen. Das Extremste war ja sicherlich die Formulierung Ermächtigungsgesetz. 1914 hat das Ermächtigungsgesetz Deutschland in den Ersten Weltkrieg geführt. 1933 hat ein Ermächtigungsgesetz Adolf Hitler möglich gemacht. Und wenn das jetzt gebraucht wird, dann kann man natürlich sagen, das Parlament wird ermächtigt. Aber dahinter steckt ja auch eine politische Agenda. Was hast du für einen Eindruck? Warum benutzen Leute solche brutalen Worte? Haben sie recht? Geht es in so eine Richtung? Oder wollen die irgendwas bewirken? Warum passiert das? Also die Frage, die mir in diesem persönlichen Angegriffensein und dieses nicht einordnen können tatsächlich immer wieder kommt, ist, was steckt dahinter? Weil keiner der Zuschriften hat gesagt, mach das.
Ich habe aber auch keine Zuschriften gekriegt von Menschenrechtsorganisationen, die gesagt haben, macht's nicht. Ich bin Menschenrechtsausschuss. Also keine Menschenrechtsorganisation hat gesagt, ihr macht was Falsches. Ganz genau, und die sind normalerweise die Ersten, die bei mir auf dem Tisch sitzen und mich schütteln, weil ich bin im Menschenrechtsausschuss. Ich war damals als Gast, als Besucher in der DDR und habe verfolgte Christen besucht. Ich war in Rumänien mit meinen Eltern und ich weiß, da schlägt mein Herz ganz besonders zuerst. Aber dann zu erleben, dass in den ganzen Tagen und Wochen nicht einer von denen, von diesen Organisationen, die ja das in der Job Description haben, zu mir kommt, das fand ich schon. Und dich dafür kritisiert. Und mich dafür kritisiert. Das heißt nicht, dass sie alles für gut heißen. Aber dass diese Schärfe des, da ist ein Ermächtigungsgesetz an der Tür, das hätten die mir sofort gesagt, weil die ja auch juristisch fit sind. Aber wenn die das nicht sagen, die Opposition hat ja auch einiges kritisiert, da komme ich gleich nochmal drauf, wer sind dann diejenigen, die solche Vokabeln gebrauchen? Ja, ich weiß es nicht, was dieses getriggert hat, wie man so schön sagt, ausgelöst hat. Das Wort ermächtigen kommt in Gesetzen immer wieder vor. Ja? Jetzt hat es über den Sommer in der Diskussion in Deutschland natürlich immer wieder die Frage gegeben, was macht ihr eigentlich als Parlament? Macht das jetzt nur die Exekutive? In Katastrophen muss Exekutive gut handeln. Läuft das an euch vollkommen vorbei? Und da ist vielleicht so ein Gedanke hochgekommen, ja, ihr entmächtigt euch ja durch das, dass ihr die Regierung einfach machen lasst. Und jetzt steht dieses Wort da drin. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob man das auch euch so geschildert hat oder ob das die Brief- und E-Mail-Schreiber wissen, aber wir haben alleine hier im Bundestag 75 Mal zum Thema Corona diskutiert, um zu verifizieren, um Hilfen zu begutachten, um zu wissen, was wir da tatsächlich tun. Aber medial kam das nicht an. Das ist, ja, man sagte, ihr habt euch selbst entmächtigt, das macht jetzt alles Herr Spahn und Frau Merkel und noch zwei, drei Beauftragte. Ich habe es so verstanden, dass dieses Gesetz unter anderem gerade deswegen gemacht wird, damit eben nicht per Verordnung regiert werden kann, sondern auf Gesetzesgrundlage. Insofern wäre es vom Grundansatz, wenn ich es richtig verstanden habe, ja, dass das Parlament sich gerade ernst nimmt, indem es dieses Gesetz macht. Ja, das ist ja das Lustige. Das ja auch noch übrigens dann auch noch durch den Bundesrat muss, also dass sozusagen beide Kammern und auch den Föderalismus ernst nimmt. Genau. Und trotzdem gibt es diese Sorge, werden damit nicht bestimmte Politiker, der Gesundheitsminister, die Kanzlerin, die Regierung, ermächtigt, Dinge zu tun, die die Freiheit einschränken? Wird der Bundestag durch dieses Gesetz tatsächlich eingeschränkt oder wird das nicht? Nein, wir nehmen uns damit ernst. Wir haben uns am Anfang der Krise als Bundestag entschieden, es ist überfordernd für uns, jede Fachentscheidung innerhalb von wenigen Stunden mitbegutachten zu können. Dafür gibt es einen Politiker, da gibt es eine Autorisierung im Gesundheitsbereich, der Herr Spahn. Und der soll jetzt die Vorschläge machen. Genauso bei wirtschaftlich Herrn Altmaier als Wirtschaftsminister und der Finanzminister. Und wir haben uns darauf verlassen, dass diese Vorschläge dann, und die haben wir bewertet, die haben wir kommentiert, und teilweise haben auch Gerichte darauf reagiert, auf diese Vorschläge. Aber es war Verordnungsbasis in einer Krisensituation. Und dann gab es Verordnungen in einzelnen Bundesländern, die wurden dann auch von Gerichten kritisiert oder zurückgenommen, in anderen nicht. Aber es war auf in der Krise lernen, wie wir mit der Schwierigkeit umgehen. Zumal es im Gesetz Deutschlands keine Passus gibt, eine Katastrophe auf Gesundheitsbasis. Wenn ein Atomkraftwerk in die Luft geflogen wäre, ein Angriff von Russland oder sonst was gewesen wäre, wir hätten einen Notstand ausrufen können. Den haben wir provisorisch durchlebt im Lernen mit der Krise. Und jetzt haben wir gesagt, und jetzt müssen wir das in ein Gesetz fassen, damit die Bundesländer auch wissen, in welchen Rahmenbedingungen die Länderparlamente und die Länderregierungen arbeiten können. Da steht nicht viel mehr drin, als wir vorher haben. Geschweige denn, wir präzisieren vielleicht einige Punkte, damit wir Parlamentarier besser damit umgehen können. Wo sind konkrete Sicherungen, dass dieses Gesetz nicht ausgeweitet werden kann und jemand quasi diktatorisch es missbrauchen kann? Wo sind die Sicherungen in diesem Gesetz vorgesehen? Also eine der ersten Sicherungen ist, dass das Gesetz tatsächlich angewendet werden kann nur auf diese Krankheit. Es mag in der Zukunft auch andere Definitionen geben, ja? Aber es ist angewandt auf diese Krankheit, nur auf Coronavirus, SARS-CoV-2, für die Dauer der Feststellung einer epidemischen Lage.
Die müssen wir als Parlamentarier hin und wieder bestätigen, ob sie noch besteht. Und das ist ein Diskurs. Also nicht der Gesundheitsminister, nicht Nein. die Kanzlerin sagt, ob die Nein. epidemische Lage noch vorliegt, sondern das macht das Parlament. Das macht das Parlament. Viele Menschen denken ja, die Regierung sagt uns, was wir zustimmen sollen. Aber unser ehemaliger Präsident, nicht von Deutschland, sondern vom Parlament, hat mal gesagt, bei uns ist das umgekehrt. Das Parlament hält sich eine Regierung. Das heißt, wir sagen der Regierung, in welcher Zeit sie jetzt besonders das Heft in die Hand nehmen kann und wann das auch wieder beendet ist. Das steht hier mit drin. Ab dem Moment, selbst entgegen medizinischer Aussagen, könnten wir sagen, nein, die epidemische Lage ist nicht mehr gegeben und damit nehmen wir das Heft wieder zurück. Ja, nun habe ich ein Video bekommen, da stand drin, da haben Leute so mit starker Werf gesagt, Gott hat ihnen gezeigt, was jetzt alles zu tun ist und so. Und die haben gesagt, wörtlich, niemand weiß, wann eine epidemische Lage der Bevölkerung von nationaler Tragweite überhaupt gegeben ist oder nicht. Die Definition kann der Minister selber suchen. Wie ist es? Ist es so? Nein, das ist sogar schon von Anfang der Krise so gewesen. Es hätte sich die Regierung anmaßen können, das zu machen. Wir hätten dem wahrscheinlich auch irgendwie nicken zugestimmt. Ja, es hätte sein können, aber wir haben es als Parlament erklärt. Und verwunderlich ist, dass es im gesamten Parlament von 708 Abgeordneten eine Gegenstimme gegeben hat. Einige Enthaltungen, auch über Parteien hinweg, aber eine einzige Person hat dagegen gestimmt. Und das wird sich im Prozess natürlich, das ist manchmal schwieriger und manchmal leichter. Interessant, ich war da bei der Abstimmung, das war Anton Friesen von der AfD und hinterher hat man ja aus bestimmten Parteirichtungen gehört, dass ganze Parteigruppen dagegen waren. Das war nicht der Fall, das war diese eine Person. Das war eine Person, heute, das ist jetzt, nicht bewusst. Jetzt im Moment ist aber die Opposition ja durchaus kritisch. Die FDP hat Fragen gestellt, es gab eine Anhörung dazu und das, was hier mir hier auf meinem Schoß liegt, hat ja schon eine Reihe von Änderungen auch. Ja. Also der Antrag ist ja nicht mehr der, der er am Anfang gewesen ist. Was hat dieser parlamentarische Prozess, dass die Opposition Dinge angemerkt hat, dass die Experten was gesagt haben, was hat der schon verändert? Was ist jetzt anders? Also das Schöne ist ja, dass das sich darin niederschlägt. Also ich komme jetzt gerade vorhin aus einer Sitzung des Ausschusses für Arbeit und Soziales, wo wir ebenfalls mitberaten sind an dem. Und dann hat die Regierung gesagt, in welchen Bereichen man noch was verändert hat. Man hat Änderungsvorschläge gemacht, wo Oppositionsparteien teilweise sich enthalten haben, teilweise abgelehnt haben, aber das ist Opposition und Regierungsfraktion. Also, es wurden Verschärfungen in der Formulierung, um Klarheit zu schaffen für Bundesländer und dann für uns als Parlament, was wir wann wie einsetzen dürfen. Da hat es klarer, und da sind wir auch aufgefordert werden, auch von Ihnen, die uns geschrieben haben. Manche haben wirklich gesagt, ihr müsst aufpassen, dass es deutlich genug, rechtssicher genug wird. Also Christian Lindner hat ja ziemlich deutlich sogar formuliert, es sei ein rechtspolitisches Feigenblatt. Dass also, wir sozusagen nur davor halten und alles andere ist ja sowieso genau, wurscht. Genau, in Wirklichkeit ist es nicht so. Aber dem seid ihr nachgegangen, dem wurde nachgegangen. Dem wurde nachgegangen, ich kann jetzt nicht, weil das ist ja tatsächlich heute Morgen erst passiert. Und wir haben noch zwei Tage, um zum Prüfen, bis diese Entscheidung dann tatsächlich mit dem Stempel des Votums des Bundestages, ja, nicht zu unserer Entmachtung, sondern zum Ausdruck unserer am Lenker stehen, am Lenker stehen. Ich will kurz mal was aufnehmen. Das Spannende ist ja, dass mir Leute geschrieben haben, das werden Sie die auch geschrieben haben, also was macht die Politik eigentlich für Fehler in diesem Land? Zum Beispiel wurde die Querdenker-Demo hier am 29. August, die wurde ja verboten vom Innenminister von Berlin und dann hat das Verwaltungsgericht das Verbot gekippt und dann siehst du, so ist unsere Demokratie, die wird zur Diktatur. Ich musste lachen, weil ich gesagt habe, ja nee, genau das macht von der Demokratie aus, ein Rechtsstaat aus, dass wenn ein Politiker missmacht, dass ein Gericht dagegen auch vorgeht. Ja. Wie ist das mit dem Vorbehalt, wenn das Gesetz jetzt kommt, wann und wie muss das Bundesverfassungsgericht da drüber gucken? Also wir sind natürlich der Überzeugung, dass unsere Formulierungen auch in den Änderungsvorschlägen ausreichen, nachdem Zivilgesellschaft, DGB und Ärzteverband und alle beraten haben zu dem Vorschlag von letzte Woche. Wir sind überzeugt, dass das ausreicht. Einige von Ihnen haben mir geschrieben, von den Zuschreibern, haben gesagt, aber da wird dran gerüttelt, da gehen wir vor das Bundesverfassungsgericht. Na prima, das ist der Ausdruck für Demokratie schlechthin. Die Säulen funktionieren. Ich habe hier gestern Abend den Zeitungsartikel gekriegt, da wurde der Bundesverfassungsgerichtspräsident angesprochen, ne? Ob er da Befürchtungen hat, sagt er, die Judikative,
ja, wird an der richtigen Stelle oder nötigerweise dann korrigieren. Und in dem Beispiel, was du gerade gebracht hast, ist, hier ging die Verwaltung zu weit bei der Demonstration. Und dann hat die Judikative, die Gerichtssprechung, gesagt, nein, so nicht. So ist das mit Leipzig mit einer Facette gegangen, so ist das im Saarland mit einer anderen Einrichtung gegangen. Das ist gelebte Demokratie. In einer so schwierigen Notlage, wie wir sie jetzt wirklich haben und deshalb auch als solches erklären, da glaube ich einfach nicht, dass wir ganz fehlerfrei alles zum richtigen Zeitpunkt hinkriegen. Mit bestem Wissen und Gewissen wird das sich entwickeln müssen. Und da bin ich froh, es gibt ein Bundesverfassungsgericht, wo dann die Balance wiederhergestellt wird. Denn am Schluss muss es doch darum gehen, dass die Grundrechte gewahrt sind, aber eben nicht nur ein Grundrecht gegen ein anderes. Ein Grundrecht, das viele Menschen eingeschränkt sehen, wo mich auch viele erreicht haben, nun bin ich natürlich auch für eine christliche Gruppe hier im Bundestag aktiv, ist das Recht auf Religionsausübung und Religionsfreiheit. Also viele sagen, Religionsfreiheit wird eingeschränkt. Es sind ja auch in der ersten Lockdown-Welle Gottesdienste, Präsenzgottesdienste ausgefallen. Und so, und das war für viele Menschen dramatisch, muss man sagen. Jetzt in der zweiten Lockdown-Runde wurden die Gottesdienste mit Hygienekonzept erlaubt. Da haben sich wiederum dann Atheisten aufgeregt, warum dürfen die sich die Christen treffen und wir dürfen nicht essen gehen. Ja, es ist schon verrückt auch, wie das in der Gesellschaft hin und her schwappt. Was würdest du sagen in der jetzigen Verordnung? Ist da eine Gefahr für die Religionsfreiheit drin oder ist sie nicht drin? Die Sorge, die Menschen haben, ist natürlich, dass sie das Gefühl haben, also wir gucken nach China, wir gucken in die Türkei, wir gucken über den ganzen Globus. Religionsfreiheit ist schwierig. Leute haben auch Angst, wenn ich eine konservative Position vertrete, kann mir das vielleicht irgendwie auf die Füße fallen. Was denkst du zum Thema Religionsfreiheit, Gottesdienstausübungsfreiheit? Quer durch dieses Jahr haben mir auch Leute geschildert, und das ist auch das, was ich dabei fühle, dass ich unabhängig von der jetzigen Krise erstmal dankbar bin, wo ich gerade lebe. Dass das alles so unter einer hohen Priorisierung, das war eins der letzten Dinge, die verboten wurde für diese, ich glaube, es war ein Monat, ja, in der Osterzeit. Und das hat wehgetan. Aber es war eine, ich vergleiche Politik oder auch Staatsführung manchmal wie so ein Mobile, ne? Und dann gilt es, um angemessen zu reagieren. Und das Letzte von den Dingen, die angetastet werden, auch, das sagte auch der Bundesverfassungsgerichtspräsident, ist die Religionsfreiheit. Aber es gibt Momente, da reicht für den Ausgleich nicht ein, wir machen es mit Masken oder wir machen es ohne Singen oder so, sondern dann ist die Notlage so groß, dass eine Einschränkung tatsächlich bis dahin ist. Aber immer nur bis zu einem Datum. Und es wird dem immer Priorität gegeben in dem Mobile der verschiedenen Rechte, die wir in Deutschland haben. Und ich fand ein Zitat sehr, sehr bemerkenswert. Wer glaubt, ich zitiere ihn an der Stelle, ja, wer glaubt, dass seine persönliche Freiheit, dass er die um den Preis der Freiheit von anderen Freiheiten verabsolutieren kann, kann das nicht mit dem Grundgesetz, aus dem Grundgesetz herleiten. Weil dazu sind zu viele Menschen mit zu vielen Werten, mit zu vielen Rechten. Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit. Unversehrtheit, ne? Und genau um deren Willen. Und da geht es nicht nur um Tod und Todesfall, sondern geht um die körperliche Unversehrtheit von einer Reihe und einer potenziellen großen Menge von Menschen. Und diese Abwägung zu treffen und das abzumessen und auszugleichen bis hin zu finanziell, ist ein sehr langer Prozess, wo es uns braucht. Und wir geben uns ein Stück mehr Recht jetzt, weil wir sagen, was passieren darf. Wir sagen den Bundesländern auch, was sie dürfen und was sie nicht so dürfen, denn die schwammen ja noch mehr als wir. Und wir schärfen, dass es abgesondert wird, gesagt, unter den Bedingungen angemessen heißt das, unter den Bedingungen heißt es das und unter ganz schwierigen Bedingungen muss man wirklich sehr viel reagieren. Ich kann nur wünschen, dass er diese Sachen so transparent macht und auch so deutlich ausdrückt, dass Bürger sie auch verstehen.
Weil das, glaube ich, ist ein bisschen schwierig. Du hast gesagt, ganz am Anfang, die ersten Gesetze, da hat nur ein einziger dagegen gestimmt, alle anderen waren dafür. Und die ganze Bevölkerung war ein bisschen in Schockstarre. Ja. Wir hatten noch nicht eine Pandemie. Ja? Wir greifen auf Zitate von Luther und die Pest zurück. Wir müssen also 500 Jahre zurückgreifen, damit wir entsprechende Zitate finden. Das hat uns völlig überfordert. Alle waren ruhig. Und dann traf ich einen Mitarbeiter aus dem Gesundheitsministerium, der hat gesagt, das war verrückt. 8 Wochen lang haben alle geschwiegen und dann plötzlich kamen nur noch Verschwörungstheorien auf, statt konstruktive Kritik. Wie kann man denn da jetzt auch mal der Bevölkerung ein Stück gerecht werden? Weil ich habe das Gefühl, dass Menschen waren gelähmt und dann waren Menschen auch tatsächlich sozusagen Verschwörungstheoretiker, aber dazwischen sind ja ganz viele und haben Vorschläge gebracht. Wie kann es in der Schule besser sein? Wie kann es im Kindergarten laufen? Wie kann man in Pflege halten, die alten Menschen besuchen? Und so weiter. Also wie kann es gelingen, dass das, was Bürger nicht so grundsätzlich pauschal schlecht, sondern was sie an konstruktiver, sachlicher Verbesserungskritik haben, wie kann das bei euch ankommen? Wie können Sie das adressieren? Wie kann das ein Teil der Prozesse und der Gesetzgebung sein und bleiben? Ja, das ist nett, dass ich das so ein bisschen wie in Abgrenzung zu den oder zu vielen der Zuschriften, die ich bekommen habe, anhört. Weil wenn man natürlich mit einer festen Meinung kommt, das ist ja, Meinung ist ja erstmal prinzipiell gut, aber gleich mit dem Vorwurfscharakter und wir halten euch alle für, auf gut Deutsch, Arschlöcher, was auch in manchen drin steht, ja, dann ist natürlich eine Aufnahmefähigkeit von uns zumindest bedingt oder begrenzt. Nein, wir laden die Leute ein. Ich wünsche mir Zuschriften. Ich wünsche mir, dass man sich mit uns an den Tisch setzt und wenn es virtuell heißt. Und dass man dann die Leute auch einbringt in die Runden. Aber ich habe quer über den Herbst jetzt gehört, dass Leute sagen, ja, ihr hört die anderen ja gar nicht. Ja, also die Kritiker und so. Doch, wir hören die. Wir setzen uns mit Herrn Bakti auseinander, wir setzen uns mit meinem Vorgänger im Parlament, Herrn Wodak, auseinander. Wir hören die alle, kommen aber in der Summe der Argumente und in der Summe der Notwendigkeit, auch der, wie viele Ärzte, wie viele Kompetenzen da gegeneinander gesehen werden, zu einem anderen Ergebnis. Da sind wir manchmal nicht gut genug, das tatsächlich dann ordentlich zu transportieren. Da müssen wir noch dazulernen. Allerdings rufen Sie mal einen Katastrophenchef während dem Katastropheneinsatz an, ob er Ihnen erklären kann, warum er jetzt das Fenster zertrümmert und einsteigt. Und umgekehrt, wem kann der in dem Moment zuhören, dass er ihm sagt, pass mal auf, das ging doch besser über den Weg. Wir sind in einer Lage, die gerade tatsächlich unter Druck ist. Und deshalb bin ich auch überzeugt, wir müssen jetzt dem Gesetz und damit auch einer potenziellen Transparenz, ja, die das Gesetz auslösen kann, den Raum geben. Ich werde noch mal konkret. Ich habe Religionsfreiheit angesprochen. Ein Thema, was immer wieder die Leute umtreibt, ist das Thema Impfpflicht. Und hier sind ja Passagen drin, die kann man durchaus so verstehen, dass eine Impfpflicht entstehen soll. Wie gehen wir damit um? Also ich wurde von vielen auch gefragt, immer wieder, wie machen Sie es denn? Werden Sie sich impfen lassen? Werden Sie Ihre Kinder impfen? Ist das nicht unverantwortlich für Ihre Enkel? Ja, ich bin verheiratet, ich habe 4 Kinder, inzwischen 5 Enkel, das 6. ist unterwegs. Aber ich habe, unabhängig von dieser Frage, die man mir stellt, diese Frage war für mich nicht relevant. Denn ich werde mich ja nicht nur impfen lassen und meine Kinder nach guter Testung, das ist die beste Testung der Welt, und nach guten Verläufen, dann werde ich mich doch nicht nur impfen lassen, damit wir geschützt sind, sondern dass von mir möglicherweise auch keine andere Gefährdung ausgeht. Aber die Impfpflicht, wir haben ja vor einem halben Jahr schon mal darüber diskutiert im Parlament, die lässt sich an manchen Stellen indirekt da drin lesen, die haben wir aber jetzt auch. Ich meine, die meisten Menschen, ich lebe jetzt in dem Bereich der ehemaligen DDR, ja, wir haben alle ein gelbes Impfpässlein. Für bestimmte Reisen muss ich nachweisen, dass ich Gelbfieber geimpft bin, wenn ich in Afrika unterwegs bin. Und zwar nicht nur auf dem Weg dorthin, um nicht ansteckbar zu sein, sondern es auch nicht mit herzubringen. Genau, aber die Menschen, ich verstehe das. Also weil es um die Reise, den Reisegrund geht, in dem möglicherweise eine solche Pflicht oder eine Resistenz nachgewiesen wird. Also das verstehe ich. Ich verstehe auch, dass es epidemiologische Gründe geben kann. Ja. Also meine Schwester zum Beispiel hatte Kinderlähmung.
Wir sind danach in einer Generation aufgewachsen, in der es die Kinderlähmung nicht mehr gab. Und zwar, weil es Zwangsimpfungen gab. Also ich verstehe das. Auf der anderen Seite gibt es schon so Szenarien, Masernpflicht. Ja, wenn dein Kind nicht geimpft ist, kann es keinen Kindergartenplatz haben. Also das empfinden Leute schon als übergriffig. Ja, ja. Wie wird da das Maß gewahrt? Ja, also es war lustig, dass du sagtest Masernpflicht. Aber Masernimpfpflicht. Ja, alles gut. Also es wird bestimmte Bereiche unserer Gesellschaft geben. Also erstmal dahingestellt, wann wird er genehmigt, wie lange dauert das? Ja? Also da werden die Wissenschaftler sich nicht über den Tisch ziehen lassen, dass sie dann eine gewisse Maß an Gewährleistung bieten können. Das können wir als Politiker nicht verschnellern. Wir können den Prozess nur erleichtern, indem wir nicht die prozeduralen Sachen so lang halten. Die Testphasen bleiben aber gleich. Aber es gibt zwei, drei Bereiche, wo ich sage, wir werden aus der Bevölkerung, also auch demokratisch, den Auftrag kriegen, einen Immunitätsnachweis bieten zu können. Ich höre den jungen Mann in meinem Umfeld sagen, meine Eltern kommen demnächst ins Altenheim und sind nicht nur durch ihr Alter, sondern möglicherweise durch noch einen anderen Umstand gefährdeter. Aber ich möchte eine Garantie, dass das Altenheim mir sagt, dass die Mitarbeiter, die meinen Eltern dann den Hintern abwischen, und ja, dass die tatsächlich dann immun sind. Und da wird es kleine Bereiche geben. Ich sehe keine Gefahr, dass das ausgeweitet wird auf Kultur, auf Einkaufen, auf Begrenzungen unseres ganz normalen Alltages. Und selbst der von mir geschilderte Bereich glaube ich nicht, dass der unbedingt so kommen muss. Mhm. Ich wechsle nochmal. Ein Vorwurf, den du ja persönlich bekommen hast, war, naja, du musst das ja sowieso abnicken. Gibt es einen Fraktionszwang? Müsst ihr übermorgen, wenn das Gesetz kommt, zustimmen? Nein. Tatsächlich hatte ich das, als ich Abgeordneter wurde, auch so ein bisschen im Hinterkopf. Was passiert wohl, wenn meine Fraktion das will? Und das andere ist aber mein Beweggrund. Nicht nur meine Meinung, aber mein Herz und Gewissen. Nein. Ich habe hin und wieder dagegen gestimmt, was meine Fraktion gemacht hat. Es gibt eine kleine Art von Fraktionsdisziplin und die sagt mir dann, wenn du da innerlich nicht mit kannst, weil dein Gewissen, dein Herz, ne, dein Glaube das nicht mittragen kann, dann solltest du es vorher in der Fraktion gesagt haben, dann solltest du es deinen Kollegen gesagt haben, dass du damit nicht mit kannst. Und wenn dann die namentliche Abstimmung ist, dann schick uns doch bitte am Abend vorher eine Nachricht, dass du das nicht kannst, mit einer kleinen Begründung, damit wir einfach wissen, wo wir dran sind. Das haben wir als Team öfter gemacht, aber daraus ist mir nie ein Strick gedreht worden. Andere behaupten das, vielleicht auch in anderen Fraktionen wird das anders gehandhabt, das weiß ich nicht. Ich erlebe das nicht. Das sollte ich jetzt nicht alle 14 Tage machen, weil dann fragt man mich irgendwann, was machst du denn in dieser Partei? Genau, aber die Frage sozusagen, es ist jetzt nicht so, dass da Abgeordnete sitzen, die eigentlich kritisch dem Gesetz gegenüberstehen, aber nur sich ducken quasi. Weil wegen sonst, der Fraktion, nein. Also wirklich, wenn das nein. beschlossen wird, dann wird es auch beschlossen, weil Leute davon überzeugt sind und ja. nicht, weil sie dahin geprügelt werden. Aber es gibt Entscheidungen, das muss ich dazu sagen, wo auch in mir ein so ein 60-40 Kampf stattfindet, wo ich zu einem Ja finde für ein Gesetz, aber ich kenne auch die Gegenargumente. Und bezogen auf das, was wir am Mittwoch entscheiden, da ist es nicht, dass ich denke, wir machen Licht oder Finsternis oder Schaden und Heil. Bei dem Gesetz geht es um Schaden und weniger Schaden. Also wann mache ich mich möglicherweise als Entscheidungsträger weniger schuldig mit meiner Entscheidung? Und da ist meine Tendenz immer noch, dass dieser Vorschlag uns den Weg bereitet, für weit mehr Menschen weniger Schaden zu erzeugen, als durch die Einschränkungen, die wir über eine gewisse Zeit abgestuft da drin festlegen. Verrückt ist ja, dass wenn man Umfragen sich anschaut, dass im Moment der Eindruck entsteht, dass die Lauten, die 2000 E-Mails, die gekommen sind und so, dass die eine Mehrheit seien. Also dass die Mehrheit der Bürger das Gefühl hat, ihre Grundrechte wird eingestellt. Das ist aber nicht so. Es gibt eine dreimal so große Gruppe, die sich wünscht, dass die Maßnahmen sogar noch schärfer wären, weil sie Angst haben. Also sagen, wir sind viel zu wenig geschützt. Das mal als vorletzte Frage. Wie geht ihr denn damit um, dass die eine Gruppe gerade ganz laut ist und andere das Gefühl haben, weil wir nicht so laut sind, werden unsere Sorgen gar nicht gehört? Kommen die auch bei euch an? Die kommen auch bei uns an. Und als ich den Artikel, den ich gerade zitiert habe, las gestern Abend, auch beim Bundesverfassungsgericht.
Es gibt Leute, die klagen inzwischen beim Bundesverfassungsgericht, weil wir so lasch reagieren. In Frankreich, ganz andere Baustelle, zwar gleiches Thema, klagen gegen die Verfassungsorgane, gegen die Regierung, weil sie zu wenig reagiert haben. Und ganz ehrlich, in manchen Wochen haben die viel heftiger reagiert als wir in Deutschland. Nur möglicherweise zu spät und zu kompromissvoll. Ne? Aber ja, beides kommt bei uns auf den Tisch. Es kommen im groben Sinne drei Bereiche. Diejenigen, die meisten, die mir auch geschrieben haben, die sagen, habt ihr sie nicht noch alle? Ja, mit guten Hinterfragungen, aber oft Verallgemeinerungen und einer Vortendenz zu, du musst dich verraten, wenn du damit Ja stimmst. Und muss alles abgeschafft werden, bis hin zu, dass die epidemiologische Lage nicht gegeben ist und alles. Dann gibt es eine ganz große Gruppe von denen in meinem Umfeld, die mir nicht viel sagen und eher sagen, prima. Und ich finde richtig doof, meine Tochter hatte mir gesagt, sie findet scheiße, wenn sie durch den Laden geht und drei Viertel der Leute haben ihr Tuch so, dass es eigentlich nicht ordentlich ist. Ja? Und sie schiebt einen kleinen Kinderwagen durch die Kante, ja, gerade geborenes Baby, und sagt, sorry, es geht mir nicht um meine Angst vor dem Virus, aber die machen ja nicht nur meinem Kind und mir und potenziell die Nähe zum Virus geben sie mir. Und dann gibt es die, die sagen, nee, er macht viel zu wenig. Und das sind nicht in erster Linie die Älteren und Ältesten. Das ist für mich fast positiv verwirrend. Weil da habe ich gedacht, das sind die, die sich jetzt verbarrikadieren und sagen, schützt uns bitte. Nein, das geht auch quer durch die Landschaft unseres Landes. Ja. Letzte Frage. Wenn Bürger nach der Gesetz geworden ist, wenn Bürger danach schreiben, wenn Christen dir schreiben, nicht nur, aber auch, was würdest du dir wünschen, dass sie dir schreiben? Naja, ich würde mich freuen, wenn überhaupt eine Reaktion kommt, denn ich habe gesagt, ich freue mich über Reaktionen. Das kommt, wenn ich mich bildhaft als Schiff darstellen würde, als Segelschiff, dann würde ich mich freuen über jeden Wind, der in die Segel bläst. Ganz egal, aus welcher Richtung. Ich muss doch wissen, welche Stimme ich vertreten darf. Und es gibt weit zu wenige. Deshalb an der Stelle Kompliment, Sie haben sich eingemischt. Prima. Das heißt, reagieren Sie. Reagieren aber auch auf möglicherweise Aufforderungen. Wenn Sie wirklich glauben, dass das Recht hier mit Füßen getreten ist, dann nehmen Sie es ernst. Und klagen Sie mit einem Anwalt oder unterstützen Sie eine Klage. Wir wollen uns schütteln lassen. Und wenn das am Schluss nicht Bestand hat, dann sind wir bereit, das anders zu machen. Wir arbeiten jetzt im Moment nach bestem Wissen und Gewissen. Also konstruktive Kritik wünschst du dir? Rückmeldungen wünschst du dir? Manche der Vorwürfe hätte man den einfachen Text daneben gelegt, hätte man selber prüfen können. Das sind 38 Seiten zu lesen, das ist Arbeit. Aber man hat sich auf andere verlassen. Und das war ja am Anfang die Frage, woher kommt das? Irgendwelche Leute wollen offensichtlich tatsächlich unsere Demokratie an den Hals und schütteln uns durch und stellen Wahrheiten in den Raum, die wir nicht in Frage stellen und weiter posten. Und dafür wünschte ich mir, der eine oder andere würde mir sagen, ich werde das nächstes Mal ein bisschen vorsichtiger machen. Frank, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie. Wenn Sie aber sagen, wir wollen Sie auch mal loben oder wir wollen Sie gerne auch mal unterstützen in dieser Zeit, wir wollen gerne für Sie beten, machen Sie das auch. Machen Sie es gut. Adios.